Jo moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. So, und ich habe mal ein bisschen rumgespielt, bevor wir uns hier jetzt wieder getroffen haben. Ich habe mir nämlich mal so ein bisschen die Stadtbauroutinen nochmal angeguckt, um einfach mal zu gucken, okay, was tut sich da im Zweifelsfall so am Ende des Tages, wenn du so eine Stadt baust? Und so ein paar Erkenntnisse daraus wollte ich halt eben heute mit euch einfach mal teilen, beziehungsweise dann halt eben auch entsprechend nicht nur mit euch teilen, sondern halt eben auch gerne mit euch dann halt eben entsprechend noch besprechen, wie wir sie weiter einsetzen werden. So, denn wir haben ja beim letzten Mal hier dieses Areal neu hochgezogen. So, dann steht dieses Areal so mitten irgendwo in der Wüste. Uncool. Möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Und jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe ein Straßennetz vor, indem ich halt eben jetzt hier wie wild irgendwelche Straßen hin und her ziehe, oder aber ich lasse an dieser Stelle die KI gewähren und lasse sie bauen. So. Und das möchte ich an dieser Stelle tatsächlich großenteils auch tun. Und wir werden jetzt nämlich mal Folgendes machen. Weil das hier sind ganz normale Straßen. Also das sind keine Straßen, die irgendwie eine Sperrung oder sowas beinhalten, sondern es ist wirklich das ganz normale Straßenbild, was entsteht. So, und ich mache jetzt mal riesig und setze mir als Zentrum hier diesen Betriebshof, sodass wir rundherum jetzt einfach mal halt eben entsprechend dort eine Stadt mit großen Ausmaßen halt eben entsprechend wachsen lassen. Und ihr werdet sehen, dass dort gleich etwas passiert. Und darüber werden wir jetzt einmal reden. So, den mache ich jetzt erstmal wieder weg. Und dann werden wir mal anfangen, einen Blick hier gerade in diese Anlage reinzuwerfen. Diesmal hat es geklappt. Es ist eigentlich eine relativ häufig passierende Sache, wo ich immer wieder halt eben Probleme mit habe, ist nämlich, dass ich hier in diesen Hof hinein halt eben Sachen stehen habe. Das ist diesmal nicht der Fall, das ist gut. Wir werden auch dafür sorgen, dass das so bleibt. Aber, und das ist halt eben der Punkt, ihr seht es hier, hier ist überall im Hof sind Häuser entstanden. So, beziehungsweise hier wurde die Straße verlängert, ne? Das seht ihr auch. Die gehörte eigentlich gar nicht hin. So, das liegt einfach daran, dass die Straßen nicht gesperrt waren. Ich kann Straßen in zwei Arten bauen, nämlich einmal gesperrt und einmal nicht gesperrt. Ist die Straße nicht gesperrt, kann die KI da bauen, kann da anbauen, sonstige Geschichten machen. Und das ist in den meisten Fällen tatsächlich auch okay. So, hier, nicht so sehr. Also, was werden wir tun? Wir holen jetzt erstmal den Bulldozer raus. Und sprengen uns hier erstmal fleißig den Weg frei. Das bleibt. Das ist kein Haus. So, das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Auch dieses Haus kommt weg. So, weil das ist nämlich der Punkt. Ich kann entweder jetzt halt eben beikommen, okay, ich nehme jetzt halt eben die Häuser wieder weg und kümmere mich dann in einem nächsten Schritt darum, dass hier dann eben gerade nicht mehr gesperrt wird. So, und die beiden nehme ich auch nochmal weg, weil ich hier nämlich dann jetzt noch eine Straße lang ziehen werde, die ich von vornherein sperre. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Ich nehme den Bulldozer mal weg. Ja, so. Das ist eng, aber das ist okay. Es wächst hier nicht durch oder sonst was irgendwie, also lassen wir das tatsächlich mal stehen. Hier sind ein paar schöne große Industrien auch mit entstanden. Das gibt dem Ganzen gleich ein hübsches kleines Flair, bis hin halt eben zu, wir fräsen uns da unter die Brücke unten drunter. Okay, super. Gut, ich möchte aber, dass gerade um dieses Betriebswerk herum jetzt nicht irgendwie groß Probleme für uns weiter entstehen. Deswegen gehen wir hier gleich mal auf die Straße und die Straßen, die wir suchen, sind ein bisschen weiter hinten. Ihr seht es, die haben hier dieses kleine Häuschen-Icon. Da könnt ihr sehen, ne, AI darf dort halt eben nicht
bauen. So, das ist meine Standardstraße, die ich immer gerne nehme. Wunderbar. So, und die hängen wir jetzt mal hier rein. Wenn ich jetzt versuche, hier mit einem 90-Grad-Winkel rauszukommen. Ich möchte da eigentlich gerne nur 90-Grad-Winkel raus. Aha, hier hat er eine größere Straße verwendet. Okay, habe ich die denn in KI gesperrt? Ja, die habe ich in KI gesperrt. Super. Das ist doch großartig. Und deswegen... So, und hier kann die KI jetzt keine... Häuser mehr setzen. So, das ist nicht schlimm, weil das können wir ja tun. Gleichzeitig gehen wir jetzt hier mal auf den Zauberpinsel. Und nehmen... diese Straße hier. So, und ich möchte jetzt sicher gehen... Damit macht er sie uns kleiner. Das ist auch die größere, ne? Okay. Ich möchte hier an dieser Stelle jetzt sicher gehen, dass die KI... uns an dieser Straße entlang des Betriebshofs keine weiteren Häuser baut. Wir müssen mal gucken, ob das hier letzten Endes funktioniert und wir hier jetzt keine anderen Häuser hinbekommen oder größere Häuser, dass wir da wieder reinwachsen. Da werden wir also mal gucken müssen. Hier habe ich jetzt auch die Straße gesperrt, da werden uns also auch keine Häuser mehr gebaut. Aber, und was ist halt eben genau der Punkt, wir haben hier jetzt erstmal schön aussehende Szenerie. So, zack, zack, jetzt gehen wir hier mal zum Bahnhof hin, gehen wir hier ins Ende des Gleises und dann sieht das hier bei Mainz Nordbahnhof schon echt nach was aus. Ist nicht übel, oder? Also von daher... ist dieses neue Städtebautool schon wirklich richtig schick geworden, weil wir können auf diese Art und Weise jetzt hier, ne, kann man, ich habe mal so einen Test-Screenshot gemacht, wo ich hier diesen Überwurf mit den Häusern im Hintergrund hatte. Das sah natürlich ein bisschen anders aus, als es jetzt tut, aber das ist nicht schlimm. Das sieht dann schon gleich nach was aus. Es ist auch gar nicht mal so wild. Das ist eine Nummer, die ich halt eben entsprechend künftig gerne dann auch noch anders machen möchte. Ihr seht das jetzt, es ist halt eben alles ziemlich bunt gemischt. Es ist natürlich kommerziell da, es ist residential da und es ist halt eben auch Industrie da. Jetzt habe ich eine riesige Stadt gebaut. Das ist auch okay, das heißt, da kommen halt eben dann auch ein paar Wolkenkratzer und solche Gebäude halt eben dann auch noch mit dazu. Das empfinde ich persönlich jetzt als gar nicht so schlimm in dem Moment. Ich hatte gedacht so, wie das wohl aussieht und sonst was irgendwie, aber wenn du mich fragst, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ne? Also da haben wir hier durchaus die Möglichkeit, halt eben vielleicht mal von der anderen Seite, ne? So von hier so. Ist gar nicht so übel, oder? Also von daher kann man echt nicht meckern. Vor allen Dingen hier sieht, wird man das auch sehen. Ne, seht ihr selber, ist die Stadt halt eben in diesen Berg hinein gewachsen. Das ist jetzt so ein bisschen San Francisco. Aber ich kriege da jetzt erstmal nicht so einen Cringe-Moment, dass ich mir sage so, boah, Leute, das kann sich ja kein Mensch angucken. Ne? Also das ist schon... glaube ich, doch ganz gut. Wir müssen jetzt halt eben nur mal gucken, wie sich das auf die Performance auswirkt, wenn wir hier jetzt auf einmal anfangen, ganze Städte belebt, dann halt eben hier jetzt aus dem Boden zu stampfen. So, was wären jetzt so logischerweise die nächsten Schritte? Ich möchte natürlich, dass diese Stadt halt eben im Zweifelsfall ja mal mindestens noch bis hierhin wächst. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das genau halt eben verhackstücken werden, wie also Mainz mit Mainz Nord, das ist halt eben zum Beispiel, das finde ich ein bisschen blöd, jetzt hat er natürlich den nächsten Namen aus der da rausgenommen und das wird natürlich jetzt nicht Bremen sein, sondern das ist Mainz Bockelberg, so, zack. So, ist das jetzt ein Stadtteil, ne? Und jetzt müssen wir halt eben mal gucken, wie wir hier halt eben so diese Fläche noch gefüllt kriegen. Ich denke, dass wir Mainz hier durchaus auch an der Ecke dann aufhören lassen können, also dass das in etwa so dieser Bereich wird. So, und da würde ich beikommen und würde dann halt eben nochmal
dann dementsprechend das Gelände ein bisschen herrichten, brauche ich gar nicht mal groß. Aber ich möchte Straßensetzungen zumindest in Teilen vorgeben. Und ich möchte auch von vornherein Straßensperrungen machen. Einfach damit wir dahin kommen, dass wir dann halt eben noch entsprechend... Also, dass wir so ein paar Landmarks einbauen. Ich möchte eigentlich im Grunde genommen noch so ein altes Stadtzentrum bauen. Da soll eine Kirche rein, ältere Häuser und all solche Geschichten. Und das wird halt eben entsprechend in die Richtung dann durchaus passen. Und da würde ich dann von vornherein zum Beispiel mit gesperrter Straßensetzung arbeiten. So, und das müsste man alles jetzt sukzessive so ein bisschen vorbereiten. Das kriegen wir aber hin, da bin ich mir absolut sicher. Und dann hätte man das. So, und dann wäre auf einmal dort eine ziemlich coole Stadt auf einmal entstanden und wir suchen uns halt eben so ein paar Landmarks aus, die halt eben dann an dieser Stelle da noch entstehen sollen und dann ist der Rest der Stadt nämlich halt eben entsprechend da. Und ihr seht es hier selber, ne, das passt. Also dadurch, dass ich den All-Available-Mod halt eben anhabe, seht ihr auch, dass da halt eben durchaus auch ältere Gebäude dann noch mit eine Rolle spielen. Das wäre natürlich alles sehr schick, wenn man das genauer steuern könnte. Ne, also dass man sagt, okay, jetzt machst du bitte nur Residential Era C. Zack. Ne, und so weiter. Und dann steuerst du den Rest über die Größenangabe. So, also irgendwie sowas. Und da kommt man dann, glaube ich, wohin, wo dann auch jede Menge halt eben entsprechend möglich ist. So, ich gehe mal gerade mal hier hin. Ne? Das ist doch gar nicht mal so übel, finde ich. Also da kann man durchaus was machen. Und da möchte ich halt eben entsprechend gerne dann dort tätig werden. Jetzt gehen wir aber mal hier hin. Also damit wisst ihr jetzt, wohin wir so ein bisschen wollen. Jetzt werde ich mal hier hingehen und dann werden wir hier diese Fläche nochmal so ein bisschen belegen. Das ist auch eine richtig schöne Sache. Da geht es halt eben entsprechend um Felder. Da kann man dann Felder durchaus gleich kreieren. Sind die Felder, wie sie Urban Games bei den Farben generiert. Und da kannst du gleich halt eben mit beikommen, dass du sagst, okay, ich hätte gerne einen Weg und ich hätte gerne halt eben auch noch dies und ich hätte gerne das. Und ich kann die Größe angeben. Ich kann gucken, ob ich es terraformen will oder nicht. Also da ist durchaus noch eine Menge halt eben entsprechend möglich. So, und ich habe hier jetzt auch mittlerweile Industrie der Ära BC sind halt eben jetzt hier auch schon, der wird gleich ein bisschen größer, sind jetzt hier jetzt halt eben auch schon wieder mit dabei. Also so langsam aber sicher füllt sich das. Ich würde aber eigentlich ganz gerne, ich weiß gar nicht, ob ich die Commercial-Geschichten schon habe. Lass mal gucken. Ansonsten müssten wir mal schauen, was hat Matsupo denn hier so Schönes anzubieten? Okay, oh. Guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Lass uns das doch mal nehmen. So. Zack. Wenn ich... Das wäre eine grundsätzliche Verwirrung hier an der Tastatur. Wenn wir jetzt nämlich das mal nehmen und das einmal umdrehen. So. Kleben es mal. So zusammen. Gibt es auch mal ein spannendes Gebäude, wie ich finde. So, was ist denn hier noch so unter Circle? Das sind, glaube ich, nur Farbvarianten, ne? Das ist 80er Industrie. Okay. Kann ich das da überhaupt reinpacken? Also, wollen wir schon mal gucken hier. Dass wir da nicht so wirklich so exorbitant reinwachsen. Das ist ein bisschen sehr groß. Ne? Skyscraper brauchen wir jetzt auch nicht. Okay, müssen wir vielleicht mal ein bisschen anders gucken. Was haben wir hier noch?
noch was Hübsches. Also Cargohof oder irgendwie sowas wäre, glaube ich, auch mal ganz cool. Das sind die ganzen Schildgeschichten. Die helfen uns jetzt auch nicht so richtig weiter. TPF RAC, aber das ist nur Residentials, ne? Genau, das sind alles Residentials. Tja, das war ein klassischer Satz mit X und da sind wir wieder einmal abgeschmiert. Gerade was die Zusammenarbeit mit den Mods angeht, ich weiß nicht, ob es ein Mod ist, aber gerade was die Zusammenarbeit halt eben so teilweise mit, ja, Draw Distances und so weiter angeht, da finde ich das alles schon ein bisschen noch verbesserungswürdig. Ja gut, wir werden sehen, was man da halt eben künftig noch so dann halt eben zur Verfügung hat und was einem dann halt eben hoffentlich nicht mehr um die Ohren fliegt. Aber ich bin da guten Mutes, ich mache jetzt einfach weiter. Das Gute ist, man kann ja relativ viel an dieser Stelle dann halt eben auch erledigen. Und meine Güte, es geht ja. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe halt eben so ein bisschen Paranoia-Settings für mein Autosave jetzt eingestellt. Ich habe jetzt auf 5 Minuten reduziert das Autosave und damit sollten wir dann halt eben entsprechend gut zurechtkommen. Ich könnte mir vorstellen, weil solange ich so bleibe, ist eigentlich alles in Ordnung. Sobald im Zweifelsfall dort größere Distanzen überwunden werden und ich mir ziemlich sicher bin, im Hintergrund noch andere Städte anfangen, ihre Arbeit aufzunehmen, schmiert das Ganze ab. Deswegen, ich bin mir eigentlich noch gar nicht mal so sicher, ob es wirklich Mods sind. Ganz im Gegenteil. So, und das ist halt eben so der Punkt, wo ich dann halt eben im Zweifelsfall mir dann so denke, so, ne? Komm, das geht im Zweifelsfall halt eben auch dann noch besser, weil es ging ja auch schon mal besser, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man da halt eben vielleicht das eine oder andere dann halt eben nochmal so ein bisschen das ist doch hübsch, oder? Geil. Liebe ich. Da denke ich mal, wird schon noch ein bisschen was besser gehen. Ist zumindest meine Hoffnung. Aber das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jetzt haben wir hier halt eben entsprechend was drin, mit dem wir dort dann halt eben durchaus dann weitermachen können. Ich werde jetzt zwischendurch halt eben auch nochmal so nach einzelnen Arbeitsschritten vielleicht auch nochmal so ein bisschen dann hinspeichern. Es darf auch gerne ein bisschen Gras übrig bleiben. Das finde ich schon vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise hier dürfen es auch noch ein paar Bäume sein. Assets-Bäume. So, und da seht ihr, das sind die anderen Geschichten. Die lassen wir jetzt tatsächlich erstmal so stehen. So, prima. Dann können wir noch ein paar. Dann können wir noch ein paar andere Sachen machen, die mir gerade so eingefallen sind, die mir da eigentlich, glaube ich, ganz gut gefallen würden. Sie sind endlich wieder da, ne? Gleisfeldleuchten. Die können wir jetzt hier auch wirklich schön platzieren. Der Mod ist mittlerweile da. Schallschutzwand. Schnappend.
Ist das nicht geil? Da will ich, glaube ich, auch noch mal eine Runde mitarbeiten. Ich möchte aber eigentlich. Sind hier so ein paar wilde Camper. So. Die kommen ja auch noch mit dazu. Prima. Und hier. Windräder. So. Okay. Super. Oh, weil ihr seht das, ne? Solange ich in diesem Bereich bleibe und gar nicht jetzt groß die Karte aufziehe, im Sinne von Ressourcen, bleibt mir das Ganze stabil. Sonst klappt mir das weg und naja, es passiert, was passieren muss. So, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal schlecht. Das können wir erstmal tatsächlich so stehen lassen. Ich will dann halt eben noch bei anderen Vierteln natürlich halt eben mehr in die Details auch noch rein. Also ich liebe es ja, das wisst ihr ja selber, halt eben auch gerne mich mit Details noch eine Runde zu beschäftigen und all solche Geschichten. Und das ist dann halt eben so eine Nummer, die ich dann gerne künftig auch dann durchaus noch intensivieren möchte. Das kommen so langsam jetzt die Mods für die kleinen Teile, die kommen so mit dazu und da bin ich dann eigentlich ganz glücklich. Wenn wir das denn so langsam jetzt bekommen. Okay, prima. Damit haben wir hier jetzt im Grunde genommen erstmal so ein bisschen das Ganze eingebettet. Das finde ich erstmal per se sehr anheimelnd. Das gefällt mir. Wie gesagt, wir werden die Stadt noch vergrößern. Wir ziehen die halt eben hier rüber, beziehungsweise auch hier hin. Und da muss ich mir jetzt persönlich nochmal überlegen, wo wir halt eben im Zweifelsfall mit den einzelnen Geschichten hinkommen. Was ich hier jetzt aber dann, wenn wir gerade sowieso dabei sind, einfach auch nochmal tun möchte. Ich möchte hier nochmal ein kleines Gelände plätten. Ich möchte einen Güterbahnhof hier bauen. Das wird mir lang. Okay. So. ich möchte hier noch irgendwie ein Güterterminal hinhaben. Dieses Areal. Und da können wir dann hier jetzt, glaube ich, dann erstmal noch eine Runde mit weitermachen. Gut, nehmen wir uns erstmal ein paar Schienen zur Hand. Güterverkehr ist langsam. Da können wir hier schön 80 km/h Schienen nehmen. Das andere ist mir alles durchaus zu schnell. Oberleitung lasse ich jetzt erstmal ganz generell weg. So, und wo fangen wir mal an? Ich denke mal, erstmal brauchen wir vielleicht noch ein paar Gebäude. Und zwar würde ich gerne einen Güterverkehr, den machen wir auch hier. Güterbahnhof, den machen wir schön groß. So. Obwohl, den machen wir mal anders. Komm, machen wir erstmal nur ein Gleis. Der kommt auch hier hin. Zack. So, der kommt hier mit rein. Und jetzt, flupp, gehen wir da rein, konfigurieren wir mal das Ganze. So, ich möchte, dass wir nochmal ein bisschen Cargo Buildings hier mit dran schrubben. Schön so ein paar Rampen hier, das gefällt mir auch.
So, dann Gleise. Gewöhnliche Gleise, wunderbar. Die möchte ich dort auch gerne haben. Hätte ich. Ja. Aber wie viele Gleise sind es jetzt? Es sind jetzt schon 1, 2, 3, 4. Fünftes dazu. Was soll der Geiz? Ne, Passenger brauchen wir nicht. Auch nicht davon aus, dass wir hier in irgendeiner wie auch immer gearteten Art und Weise einen Underpass benötigen. Okay, dann kommt hier nochmal. Plattform Roofs, da haben wir auch nochmal andere gekriegt. Das sind Passenger Underpasses, Side Entrances, brauchen wir auch noch nicht. Okay, der hat mir da zu viel Plattform. Die gedreht haben. Kann nicht so schwierig sein. Ach Mensch. Na gut, dann nicht. Dann machen wir das Cargo Building ruhig groß, aber dann kommt das hier hin. Und dann weg damit. So, damit haben wir erstmal hier per se einen schönen kleinen Bahnhof. Für das ganze Thema Cargo. So, und was habe ich mir gedacht? Ich habe mir gedacht, dass wir beikommen. Und wir legen. Ah, nicht so schnell. So. Wir legen hier diese vier Gleise als Durchgangsgleise. Weil ich möchte halt eben durchaus die Industrien anbinden. Und dann soll hier natürlich auch ein bisschen Verkehr stattfinden. Der läuft dann dahin. Mal per se ganz schick aus. Dann kann man halt eben entsprechend auch noch weiter. In Details gehen und den fächern wir jetzt nochmal auf in. Da geben wir jetzt noch mal so das mit dran. Gehen hier noch mit an das Gleis.
Okay, prima. Okay, findet er doof. Kein Problem. Jetzt ziehen wir hier eben nochmal den mit dran. So. Teil der Gleise werden wir dann auch durchaus elektrifizieren. Nicht alle, aber zumindest einige. So, da stellen wir dann eine Horde. Da können noch können Rangierloks zwischengeparkt werden. Unabhängig davon Gleise ziehen wir erstmal nur ein Stück weit raus. So, und was ich halt eben möchte, ist, ich möchte irgendwie zumindest von hier hinten einmal eins zuführen auf jeden Fall und dann von dort aus auch mal zuführen, damit wir das dann hinkriegen, dass wir dort dann die Möglichkeit haben, ein bisschen spannend zu fahren. So, die vier werden wir jetzt einfach darüber legen. Noch ein paar Meter. So, dann müssen wir mal gucken. Dass wir das gut rangiert bekommen. Überall hinkommen. Bau nicht möglich. Warum nicht? Macht nichts. So. So, dann haben wir hier jetzt die Möglichkeit, einmal komplett über alle Gleise drüber zu rutschen. Das passt. Jetzt gucken wir folgendes. Dieses Gleis geht erstmal so hin. Jawohl. Ich weiß noch nicht, wohin sie wollen. Letzten Endes. Und deswegen werden wir da das noch nicht machen. Okay, es hakt wieder. Könnte der nächste tot sein. Na? Darf ich nochmal wieder? Jetzt habe ich geklickt. Oh oh. Ah ja, sehr gut. Ja, die Paranoia surft mit. So. Das ist ein Ordnung. Und jetzt möchte ich hier eigentlich rausgehen. Aus dem Gleis, nicht mit der Farbe. Gehen wir ruhig bis an das Ding ran hier, so. Das ein bisschen rausziehen, weil ich möchte hier eigentlich im Grunde genommen eine... Ach, was gebe ich da drum, wenn ich jetzt meine meine schönen Tankstellen noch hätte. Die wären super. Das wäre Hammer. So. Thank you.
das ist prima. So, dann kann ich hier jetzt raus. Ich die auch gar nicht so lang haben. Abgesehen davon kommen wir hier wahrscheinlich nochmal wieder ein bisschen Probleme mit den Ländereien, ne? So, hier nochmal ein bisschen gerade machen. So. Damit wir das auch schön parallel hinkriegen. Okay, fast da. Zack. So, und jetzt ziehen wir euch da langsam wieder rein. Kommt hier nochmal ein Lokschuppen hin. Draufziehen. Ja, aber dann ist es Werks. Nee. Da ist Mist. Okay, dann machen wir das ein wenig anders. Bin ich hier raus. Das Gleis bis dahin. Und haben hier halt eben dann jetzt mal noch so ein paar Gleise. Ich will gar nicht so verrückt werden, das soll gar nicht so ewig riesig sein. Warum nicht möglich? Warum denn nicht möglich? Ich einfach nur zu dösig bin wahrscheinlich. Ja, gut. So, und dann hätten wir jetzt hier erstmal das. Das ist die Frage. Da komme ich immer noch nicht rum. Logischerweise.
Ja, das ist doch ganz in Ordnung. Das lassen wir so. Hier kommen nochmal Gebäude hinten an. So, was geht? Noch hier einer. So, und das ist doch eigentlich hier an dem Abschnitt schon ganz nett. So. Okay, ja genau, das ist eine Idee. Und zwar Gleiser. Die zwei hätte ich gerne bestromert. So. Das Areal bleibt halt eben entsprechend bleibt ohne Strom. Und die Gleise hier machen wir mit Strom. Gut. So, wir machen nämlich mal Folgendes, da ich mal so ein bisschen so einen Blick auf die Zeit geworfen habe. Wir machen hier nochmal das Depot weg. Wir setzen hier nochmal ein Gebäude, und zwar einen Güterbahnhof. Und zwar einen Güterbahnhof. Verdammte Hacke. So, wir können aber einen Kopfgüterbahnhof nehmen. So, den nochmal ein bisschen konfigurieren. Top, 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 top. Das Gebäude. Ist mir zu klein, zu groß. Ach so, nö. Kleiner geht's gar nicht. Okay. Na gut. Dann ist das so. So, das reiße ich hier nochmal ein Stück weg. Dann wird das alles noch ein bisschen kleiner. Und jetzt kommen wir bei und legen hier mal eine neue Linie von hier nach da. Und dann brauchen wir hier noch ein paar nochmal ein paar Wegpunkte mit dazu. Einfach damit wir diese Linie noch ein wenig hübschen können. Lass die Anlage mal laufen. Haltestelle hinzufügen. Das ist Blödsinn. Möchte dich nach oben haben. Okay, verstehe. Nein, wie gemein. Gut, dann ist das eben so. Wie machen wir das am schlauesten? Ich weiß, wie wir das am schlauesten machen. Erstmal Linie bauen. So, und jetzt werden wir hier
Das reicht schon. Zu kaufen, dann müssen wir jetzt irgendwie nur eine Diesel-Lok mal eben draufstellen. Diesel, so was haben wir da? Da haben wir eine ganze Menge DB200, die 218, Trax Fakes. Warum nicht? Trax 2. Nehmen wir, was nehmen wir denn? Oh, Cup Train. So, die stellen wir erstmal dahin. Das passt doch wunderbar. Und Gleise. Nicht dösig. So. Zack. So, jetzt steht hier auf jeden Fall schon mal die Lok. Das gefällt mir. Prima. Wenn wir hier auch noch mal ein bisschen was bauen. Das ist ja das Schöne. Wir haben ja von der Trax eine ganze Menge. Das sind von der Trax 2, das ist eine ganze Menge. Haben wir hier einfach die DB-Variante. Cargowagen. Und da geht sie los, die wilde Fahrt. Ne? Also da seht ihr selber, da haben wir ordentlich. Was das möglich ist. Dann lass uns doch mal machen. Davon nehmen wir einen. Den will ich auch noch sehen. Ein Rungwagen tut auch immer gut. Kesselwagen nicht näher beschrieben. Hier haben wir tatsächlich noch ein paar andere Varianten. Den noch mit dazu. So, da steht der. Das ist doch auch schon mal super. Dann kommen wir hier bei. Fahrzeuge kaufen Dampf, weil wir brauchen die Fake-Loco. So. Den dazu. G97 Kalkübels. Nehmen wir den. Und warum kein gelben? Na, aber das ist ein Schwerbau. Das ist nichts, was irgendwo. Kühlwagen. Kühlwagen finde ich auch gut. Nehmen wir von denen noch einen. Und warum nicht ein bisschen Persil? Hier 11. So, dann haben wir hier schon mal zwei Züge draufstehen. Das gefällt mir ausnahmslos gut. Da möchte ich natürlich halt eben auch dann, dass wir da noch eine ganze Menge mehr machen. Auch hier will ich noch
Schön was tun. Sicher ist sicher. Gottes Willen, diese wie auch immer geartete Paranoidität, da müssen wir nochmal drüber reden. Okay, so, das ist wunderbar. Da haben wir halt eben hier jetzt eine ganze Menge stehen. Das ist super. Den bauen wir beim nächsten Mal aus, würde ich sagen, noch weiter. Ich will hier noch rausgehen. Hier sollen dann halt eben auch noch ordentlich Gleise hin. Und wir müssen mal gucken, wie wir halt eben die Strecken noch so ein bisschen anbinden. Ich würde gerne hier durchgehen, dass wir dann irgendwie darüber kommen und dann uns hier an die Diesellinie mit dran hängen. Irgendwie sowas. Mal schauen. Wir haben viel Zeit für Kreativität und die werden wir nutzen. Und sobald der hier dann halt eben einigermaßen fertig ist, werde ich auch mit dazu übergehen, dann halt eben die Straßenlayouts noch weiter festzulegen und halt eben auch zu sehen, wo wir dann letzten Endes noch so diese zwei, drei Highlights, die ich mir noch vorgenommen habe, also diese Points of Interest, die will ich da dann halt eben noch entsprechend gerne eine Runde mit Achso, okay. Es wunderte mich so, dass ich der Verkehr da so staute, aber der war einfach nur so, wie er ist. Nein, aber das wird dann halt eben entsprechend jetzt so noch dann hier ein bisschen größer und dann wird sich das alles halt eben entsprechend in eine in ein größeres Gesamtbild dann halt eben noch mit integrieren. Hier ist jetzt noch gar nicht so viel los, aber das ist halt eben entsprechend auch gar nicht so schlimm. Mir gefällt dieser Blick. Ich mag den sehr. Und wenn ich mir überlege, was mir da so jetzt alles noch so zusätzlich einfällt. Ihr werdet sehen, das wird der Hammer. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, bis denn.